Die Frage ist, Frau Kleingartner, ist das Meer wirklich ein Raum der Bedrohung? Wenn Sie so in die Wissensspeicher in Ihrem Hause schauen, spiegelt sich das da drin wieder? Es wurde ja eben schon angesprochen, dass die Wahrnehmung des Meeres im Lauf der Zeit sich sehr, sehr verändert hat. Und ich glaube, dass der Mensch mit der zunehmenden Größe der Schiffe sich immer weiter auch von dem Meer entfernt hat. Die Karte von dem Olaus Magnusson, die zeigt ja eigentlich sehr schön, wie das Verhältnis zwischen Tieren und Booten und Schiffen noch auf Augenhöhe ist. Und ich selber habe mich viel mit der Wikingerzeit und mit den wikingerzeitlichen Schiffen beschäftigt. Und da hat man ja auch wirklich nur so 2,5 bis 3 Zentimeter Plankenstärke zwischen sich und dem Wasser. Und da weiß man irgendwie auch noch, was das für ein Element ist. Und die Wikinger haben ihre Schiffe, der große Wurm und das Pferd und das, wie auch immer, benannt, also mit Tiernamen. Also ich glaube, die Verbundenheit zu dem Wasser war noch sehr viel stärker bis in die Zeit, wo man eigentlich mit zunehmenden Bordhöhen gar nicht mehr den Kontakt zum Wasser hatte, auch keine Ruderer und so weiter. Und das sieht man ja am Beispiel der Titanic, wo man dann plötzlich meinte, eine Überlegenheit über die Natur gewonnen zu haben, mit der man alles erreichen konnte. Und ich glaube, dass wir eigentlich wieder dahin kommen müssen, mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt wieder Einbäume fahren sollen, aber ich glaube, man muss sich stärker bewusst machen, das Meer wieder auf Augenhöhe zu sehen, vielleicht in der Weise, wie es auf der Karte bezeichnet wurde. Herr Professor Fisbeck, wenn Sie, ist für Sie das Meer als eine Bedrohung, eine Herausforderung oder einfach ein wunderschöner Aufenthaltsort? Ich habe da sehr gespannt gelauscht, den Wahrnehmungen, die ich vielleicht auch nur partiell teile. Auf der einen Seite ist natürlich völlig klar, dass wir Menschen leben an Land und das Land und die Atmosphäre ist natürlich unser Lebensraum sehr viel mehr als der Ozean. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Völker, gerade kleine Insel, Staatbewohner, die viel dichter an dem Meer leben und deren Einschätzung zum Meer wahrscheinlich ambivalent ist. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Gefahrraum, aber es ist eben auch ein Wirtschaftsraum. Es ist ja, man könnte sich auch fragen, wieso wohnen denn 80% der Weltbevölkerung freiwillig in Küstennähe, Tendenz massiv steigend? Wenn es so gefährlich oder so schrecklich wäre, würden wir das nicht machen. Auf der anderen Seite, das hat eben ganz viel damit zu tun, dass das Meer eben wahnsinnig viele Ressourcen für Menschen immer schon zur Verfügung hatte und nicht nur durch den direkten Fischfang, sondern insbesondere als Transportweg. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, die man auch noch heute feststellt in den Inselstaaten, ist eben da ein bisschen andere. Natürlich hat man Respekt vor dem Meer, weil ich glaube, auch wir in der Forschung haben noch Respekt vor dem Meer, weil man kann das Meer natürlich nicht komplett beherrschen. Es ist natürlich heute viel beherrschbarer mit der Technik, die wir haben, mit den Möglichkeiten, Stürme vorherzusagen, sich darauf einzustellen, als zur Wikingerzeit oder auch im 16. oder 17. Jahrhundert. Trotzdem glaube ich, dass die meisten Menschen die Faszination an dem Meer überwiegt. Warum würde man freiwillig Urlaub machen an einem Ort, der einem gefährlich erscheint? Ich glaube, es ist ein Sehnsuchtsort. Das Meer, wenn man das in den Mythen anguckt, fing ja an als Ort der Unendlichkeit, kurz vorm Äther. Und wenn man sich anguckt, da kommt ja auch so ein bisschen der Handelsraum Meer und die Freiheit des Meeres her. Eigentlich haben bis vor 30 Jahren die Menschen gedacht, das Meer ist so groß, da kann man alles rausholen, Hauptsache möglichst schnell. Da kann man auch alles reintun, Dünnsäureverklappung in der Nordsee, nochmal so als Beispiel, war ja durchaus populär noch, als ich nur Teenager war. Das heißt, man hatte das Gefühl, die Unendlichkeit des Meeres ist eigentlich das Dogma. Heute in der Nachhaltigkeitsdebatte kommt man mehr zu dem zurück, was das Mittelmeer mal war. Sozusagen das Meer in der Mitte, wo wir Menschen außenrum sind, als begrenzter Raum, um das man Kriege führt, Handelskriege, Zugangskriege zur Fischerei. Das heißt, der Ozean wird begrenzt und wir unterhalten uns heute eben darum, wie man mit einer begrenzten Ressource umgeht. Und dieser Wandel,
der Wahrnehmung des Ozeans ist einer, der mich sehr fasziniert. Der ist in den letzten 20 Jahren erst passiert, und also gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist irgendwie auf der einen Seite faszinierend. Aber die Kreuzfahrt lebt aus einem ganz anderen. Das ist eben so dieser Sehnsuchtsraum, Meer. Man will irgendwie das Meer entdecken. Und wir wissen das alle. Wenn wir ins Hotel in Sylt gehen, oder welche Insel Sie gerade mögen, dann zahlen Sie natürlich mehr für das Zimmer mit Meeresblick als für das Zimmer mit Gartenblick. Warum ist das so? Das ist eben diese Sehnsucht. Und natürlich sind die Gefahren Teil davon, aber es ist trotzdem auch irgendwie das Unentdeckte, das Mystische, was wir auch noch mal ein bisschen diskutieren könnten. Herr Ott, dieser Wandel, Sie haben genickt, Sie stimmen dem offenbar zu. Wenn man diesen Wandel nimmt dann und weiß, also es gibt einen Wandel hin zur Begrenzung, es ist nicht unendlich. Das ist ja der Vorteil am Wald, man weiß, wo er aufhört. Warum ist es dann gleichwohl so schwierig, dass man eine starke Nachhaltigkeit in diesen begrenzten Raum implementiert? Ich kann das, was Martin Fisbeck gesagt hat, eigentlich nur unterstreichen. Das Meer ist immer die letzte große Unendlichkeitsillusion gewesen. Viele von uns, wenn sie an der Küste stehen und sie schauen im Grunde bis in den Horizont und dann sagen sie, okay, dann geht es noch weiter, und man hat irgendwie den Eindruck, das Meer ist irgendwie unbegrenzt, es ist unendlich. Ich habe in letzter Zeit über dieses Problem von Endlichkeit so ein bisschen nachdenken dürfen, und ich glaube, wir müssen uns eben in Bezug auf Natur dieser Unendlichkeitsillusionen entschlagen. Das ist leichter gesagt, so kognitiv, dass wir sagen, wir sehen das jetzt irgendwie ein, und die Wissenschaft gibt uns auch viele, viele Daten, warum das so ist, aber es ist gewissermaßen aus unseren kollektiven Mentalitäten, vielleicht sogar aus unserem kollektiven Gedächtnis, im Grunde herauszugehen, das ist sehr, sehr viel schwieriger, und ich glaube, viele von uns leben im Grunde noch in dieser Unendlichkeitsillusion. Und die Nachhaltigkeitsidee bricht mit dieser Unendlichkeitsillusion und sagt, nun schaut im Grunde mal hin, genau was passiert. Und jetzt könnten wir diese ganzen Stichpunkte durchgehen. Ich würde gerne auch den Tourismus nochmal aufgreifen, bei dem wir überhaupt noch nicht am Ende sind. Bislang sind es zum Beispiel die Bewohner der nördlichen Industriestaaten, die sich einen bezahlten Urlaub am Meer oder auf dem Meer leisten können. Aber wir sehen sehr, sehr viele Schwellenländer, wo Teile der Bevölkerung jetzt in Einkommensklassen aufsteigen, dass für sie ein Urlaub überhaupt im Bereich des Möglichen liegt. Und wir werden in den nächsten Jahrzehnten sehen, wie zum Beispiel ein chinesischer Tourismus in Südostasien ähnliche Dinge anrichten wird, wie wir es in Spanien, Italien, in der Türkei getan haben. Das ist kaum aufzuhalten. Und ich glaube im Grunde, dieser Bruch mit den Unendlichkeitsillusionen, damit wirklich ernst zu machen, das steht uns eher noch bevor. Da sind wir noch meines Erachtens noch ganz am Anfang, noch längst nicht am Ende. Wenn wir dieses mal als Aufgabe formulieren würden, also diese Unendlichkeitsvision zu brechen, ganz praktisches Beispiel, wie stark die Menschen dagegen angehen, als vor Sylt ein Windpark gebaut worden werden sollte, gab es Riesendebatten, nicht weil man den Strom nicht wollte, weil man den verbauten Horizont nicht wollte. Und was muss denn geschehen aus Ihrer Ansicht nach, damit dieser Wandel vollzogen wird, damit sozusagen man nicht mehr davon ausgeht, dass man den Atommüll und alles Mögliche da reinschmeißen kann? Ja? Als ich zum ersten Mal mit Meerespolitik in Verbindung kam, das war, als der Sachverständigenrat ein Gutachten geschrieben hat, Meeresumweltpolitik für Nord- und Ostsee. Das war im Jahre 2004. Ich glaube, es ist immer noch lohnend, da nochmal einen Blick hineinzuwerfen. Und eine von unseren Ideen war genau das Brechen mit der Unendlichkeitsillusion. Denn wenn man sich mal die Nutzungskonflikte in so einem Meer wie der Ostsee genauer anschaut, da hat man die Schifffahrtslinien,
Da hat man die Offshore-Windparke, man will vielleicht noch Meeresnaturschutzgebiete ausweisen, man hat touristische Zonen, man hat Bergbau, Sandabbau, man hat militärische Nutzungszonen. Und wenn man gewissermaßen den Blick wendet, also nicht mehr aufs Meer gewissermaßen schaut, sondern von oben auf das Meer drauf schaut, dann sieht man plötzlich, wie eng und begrenzt es und wie hart die Nutzungskollisionen im Raum da sind. Und unser Gedanke war dann zu sagen, konsequenterweise müssten wir den Gedanken der Raumordnung und der Landesplanung auf solche Meere wie die Ostsee übertragen und tatsächlich anfangen zu zonieren und den Leuten auch klar machen, was wir da eigentlich tun. Man sagt, spricht ja heute von Marine Spatial Planning. Und allein dieser Gedanke, Landschaftsplanung auf diesen scheinbar unendlichen Raum zu übertragen, wäre vielleicht auch mal wert, den Leuten beizubringen, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt tun und wir müssen das tun, weil wir einsehen, dass das Meer im Grunde eine ganz, ganz begrenzte Angelegenheit ist, natürlich auch als Senkenkapazität für alle unsere Schadstoffeinträge, insbesondere natürlich aus der Landwirtschaft. Herr Professor Fisbeck, reichen denn Ihre Daten aus, um diesen Schritt zu gehen überhaupt? Also ich glaube, die maritime Raumplanung ist in Europa sehr weit fortgeschritten. Es gibt sogar ein Gesetz, das eigentlich alle Küstenstaaten in Europa dazu verpflichtet, das durchzuführen. Deutschland hat das relativ vorbildlich gemacht, das ist aber auch einfach, weil Deutschland halt kaum ökonomische Wirtschaftszone haben. Wir müssen noch einmal kurz ausholen, vielleicht, wie der Rechtsrahmen dabei ist. Wir haben es ja mit dem großen Ozean auf der einen Seite zu tun. Ich mag immer nicht so gerne den Plural. Wir sagen oft immer Meere, aber es ist eigentlich nur ein Ozean. Der ist miteinander verbunden. Und dieser eine Ozean, der ist eben nach dem Seerecht, Völkerrecht wurde schon angesprochen, ein Stück weit aufgeteilt. Und die Küstenstaaten wie Deutschland, Dänemark, Frankreich, wir haben die Möglichkeit, so ungefähr gesprochen 300 Kilometer von der Küste weg unseren Wirtschaftsraum zu definieren. Und in diesem Wirtschaftsraum haben wir auch das Recht, zu tun, was immer wir wollen, und wir haben alle gelernt, der klügere Weg, mit dem Wirtschaftsraum umzugehen, ist eben so eine Raumplanung zu machen, und in Europa ist das Teil der, sagen wir mal, Vorschriften, die jeder europäische Küstenstaat tun muss, weil man auch die Raumplanung harmonisieren möchte zwischen benachbarten Küstenregionen. Wir lernen, dass das eine kluge Möglichkeit ist. Wir lernen natürlich, wenn man das tut, dass man oft die Daten nicht hat, die man braucht, um es klug zu tun, aber das motiviert dann eben auch an der einen oder anderen Stelle, eben mehr Daten zu erheben, um das vernünftig zu machen. Das ist bei der Städteplanung nicht anders oder bei der Raumplanung an Land, da hat man auch nicht alle Informationen am Anfang, sondern im Prozess der Planung werden auch diese Informationen gewonnen. Sie hat den großen Vorteil, dass sie uns erlaubt, in gewisser Weise die Abwägungsprozesse zu führen. Wenn man das nicht macht, dann wird eben doch dieselbe Quadratmeter Ozean für drei Nutzungsformen, die nicht miteinander kompatibel sind, vergeben. Und dann hat man eben die Kriege oder man hat die militärischen Auseinandersetzungen oder die ökonomischen. Das ist klüger, das sozusagen ein bisschen vorab zu machen in so einem planerischen System. Wir haben mittlerweile auch global sicherlich genügend Daten, um das bis zum gewissen Maß zu tun. Wir haben natürlich noch nicht alle Daten, die man dafür braucht, aber man hat sehr viel mehr Daten, als viele Leute das dachten. Interessant wird die Raumplanung eigentlich eher da, wo die Zuständigkeiten nicht mehr so klar sind. Und die Zuständigkeiten in der Hohen See sind irgendwo zwar auch klar, aber sie sind geregelt durch das Seerecht. Und das Seerecht hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten für sowas wie eine Raumplanung. Zum Beispiel kann man in der Hohen See momentan kein Naturschutzgebiet ausweisen. Das Seerecht hat diese Möglichkeit gerade nicht vorgesehen. Man arbeitet daran, das zu ändern. Sie sehen also, dieses Thema Raumplanung ist nicht nur eins mit der Begrenztheit der Daten, die immer irgendwo begrenzt sind, sondern auch eines des Handlungsrahmens. Und auch daran arbeiten wir hier bei uns im Exzellenzcluster, um zu überlegen, ja, wo ist denn der Handlungsrahmen? Wo hat man vielleicht noch Möglichkeiten nachzubessern? Aber klar ist, wenn man den Ozean als endlichen Raum begleitet und damit klug umgehen möchte, dann kommt man um eine gewisse Raumplanung gar nicht drum herum. Das ist das einzige, sagen wir mal, Stück Rahmen, den man hat, um solche Verhandlungsprozesse auszuführen. Denn am Ende des Tages geht es eben um den Kubikmeter mehr, den man eben nur einmal nutzen kann oder vielleicht kompatibel nutzen kann, aber eben nicht viermal. Also wir haben jetzt drei Stränge. Das eine ist, wie bekommen wir einen Bewusstseinswandel hin? Das zweite ist, wie bekommen wir einen ganz konkreten Bewusstseinswandel hin, sodass wir die Meere eigentlich auch noch überhaupt haben? Und das dritte ist eben, wäre das Meer nicht ein guter Anlass, generell mal über die Frage von Kontrolle, Machbarkeit und Beherrschbarkeit nachzudenken? Wer möchte denn anfangen von Ihnen?
Frau Kleingärtner. Ich möchte mit einer Vorbemerkung, die nicht die Fragen beantwortet, beginnen. Und zwar, zweimal wurde angesprochen, so habe ich es wahrgenommen, dass mit den Kreuzfahrten eigentlich dieses Sehnsuchtsmoment verbunden wird. Das habe ich auch lange Zeit geglaubt. Ich habe im vergangenen Jahr als Lektorin so eine Kreuzfahrt mitgemacht und hatte vorher angefragt, ob ich eine ethnografische Feldstudie durchführen kann. Und die gesamte Besatzungshierarchie inklusive der Menschen, die mitgefahren sind, der Passagiere, befragen darf. Das durfte ich natürlich nicht und habe mich dann auf eigene Faust und unautorisiert ein bisschen mit den Gästen unterhalten. Und da wurde sehr deutlich, ich hatte auch mal gedacht, das Maritime spielt eine Rolle, das Meer, an der frischen Luft zu sein. Und die meisten sagten aber, sie finden es gut, das Gepäck wird transportiert, man wird direkt vor Ort zu den Sehenswürdigkeiten hingefahren, dort ausgekippt, alles ist organisiert, man kann sich das wunderbar angucken. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das, was ich immer glaubte, mit Kreuzfahrten verbinden zu können, die Sehnsuchtsvolle, dass ich das bei irgendwem dort getroffen habe. Das ist nicht repräsentativ, weil es, wie gesagt, ein Schiff war und eine Situation. Aber ich glaube, auch das muss man noch mal hinterfragen. Was ist eigentlich das Moment, warum die Leute eine Kreuzfahrt buchen? Und da habe ich nicht das Gefühl, dass es die Natur verbunden sind. Also bequemer reisen. Herr Ott. Ich beginne mal mit der Frage nach dem Narrativ und versuche dann zur Frage nach den Einstellungen zu kommen. Ich meine, auf der einen Seite gibt es solche Narrative, denken Sie an Fernand Braudel, La Méditerranée, die Geschichte nur dieses kleinen Meeres. Aber jetzt würde ich Folgendes rückfragen wollen. Meinen Sie, eine wirkliche, solide, historische Geschichtsschreibung, State of the Art in der Historie, es wäre eine nüchterne, Sie schütteln den Kopf, Sie meinen etwas anderes. Wenn Sie eine andere Art des Narrativs meinen, so gibt es ja auch, das sind Narrative, in denen sehr viele Wertungen vorgenommen werden, in denen Einstellungen anempfohlen werden und in der irgendwie auch Normativität, also was wir tun sollen, auftauchen. Wenn Sie ein solches Narrativ haben wollen, dann wäre ich eher auf der Seite der analytischen Ethik, die sagt, bevor wir diese dichten Texturen großer Narrative haben, sollten wir genau überlegen, wie bewerten wir die Dinge, dann sind wir im Bereich der Werte, welche Regeln, Normen, Regelwerke, etwa auch rechtlicher Art, sollen wir in Kraft setzen, dann sind wir im Bereich von Jura und auch vielleicht von Moral. Und dann vielleicht ganz am Ende, welche Einstellungen sind irgendwie angemessen einer bestimmten Wirklichkeit gegenüber? Und Sie sehen jetzt sofort, dass jetzt die zentralen Kategorien der Ethik ins Spiel kommen. Werte, Normen und Tugenden. Und das müsste man gucken, wie bewerten wir das mehr, welche Regelwerke würden wir befürworten. Und jetzt komme ich die letzte Frage zu der Einstellung. Einstellungen, das kennen wir im Grunde schon seit der Antike, bei der Stoa und bei Aristoteles ist die Ethik immer an Einstellungen rückgebunden. Die Hexis nennt er das. Wenn ich mich auf diese Frage so einlasse, könnte man sagen, vielleicht wäre Demut die angemessene Einstellung. Die Gefahr, da bin ich schon wieder bei der Dialektik, ob ich nicht sage, wir sollten demütig gegenüber dem Meer sein, ob ich nicht gewissermaßen die Unendlichkeitsillusion einfach nur in die Form einer Tugend kleide. Ich habe über dieses Problem nicht nachgedacht, aber Sie sehen, viele Dinge sind dann auch dialektisch oder ambivalent. Aber einfach nur eine neue große Erzählung. Herr Professor Mörke. Bei mir geht es auch um die große Erzählung. Das Mittelmeer ist für die Römer das Mare Nostrum gewesen. Hinter diesem Begriff verbirgt sich, das kennen wir, das beherrschen wir, es ist unser Meer, wir sind an allen Küsten beheimatet. Herr Fisbeck sagte vorhin, es gibt keine Meere oder es gibt keine Ozeane, es gibt nur einen Ozean. Sozusagen einen Mentalitätswandel herzustellen, der dieses Mare Nostrum-Konzept jetzt nicht im machtpolitischen Sinn,
sondern sagen im mentalitären Sinn der einen Welt generiert, das könnte durchaus ein neues Narrativ sein. Die Frage ist, haben wir die Zeit dazu? Als Historiker brauche ich keine Antworten auf die Zukunft zu geben, da bin ich irgendwie fein raus. Bin aber selber von Zukunft betroffen und meine Kinder sind auch von Zukunft betroffen, von daher interessiert es mich, wie kommt man dazu, sagen, einen positiven Begriff von Mare Nostrum zu generieren, und da ist Kunst und Kultur in der Tat ein ganz wichtiges Element, denn die Maßnahmen zum Meeresschutz müssen politisch unterfüttert werden, und politische Unterfütterung heißt nach unserem Selbstverständnis, dass es einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber geben muss. Und einen Konsens darüber kann es eigentlich nur geben, wenn das Meer dann auch als Teil unseres Lebensraumes ins Bewusstsein rückt. Und da gibt es, glaube ich, viele, viele kleine Schritte. Und ich war jetzt bei der Schelte über den Kreuzfahrttourismus, die teile ich auch. Meine Frau und ich lästern immer, wenn wir die großen Schiffe hier sehen und sagen, mein Gott, das sind schwimmende Plattenbauten, die da unterwegs sind. Andererseits, wie entkleidet man das Fremde, das angstbesetzt ist, seines Fremdheitscharakters dadurch, dass man es kennenlernt? Das, was man kennt, ist einem nicht mehr fremd. Und was für Menschen gilt, gilt auch für Landschaften und die Erschließung von Landschaften und den verantwortungsvollen Umgang mit Landschaften. Auch das Meer ist eine Landschaft. Und da, glaube ich, gibt es viele, viele kleine Schritte, um sozusagen einen positiven Wandel vom Meer als fremdes Faszinosum hin zum Meer als vertrautes Faszinosum zu schaffen. Herr Mörke, lassen Sie uns einen Ihrer kleinen Schritte wissen. Das war der Wunsch auch, dass wir mit Beispielen kommen. Das ist zum Beispiel im Geschichtsunterricht an den Schulen nicht nur das Land eine Rolle spielen zu lassen, sondern auch das Meer und die Geschichte des Meeres eine Rolle spielen zu lassen. Meeresgeschichte ist en vogue seit 10, 15 Jahren. Nach Brodel gab es erst einmal eine lange Zeit nichts darüber. Und jetzt mit einmal findet ein Umschlag statt, dass das Meer dass die Raumwahrnehmung des Meeres Platz in der Geschichtswissenschaft findet und diffundieren sollte, etwa in Geschichtsunterricht. Herr Fisbeck. Ich finde die Frage nach dem Narrativ eine spannende, wobei ich sagen möchte, ich kenne eigentlich sehr viele Narrative, die mit dem Meer zu tun haben. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Wenn man sich in der Europäischen Kommission mit dem Thema Ozean beschäftigt, in fast allen Kreisen, die ich in den letzten 10 Jahren da angehört habe, da ging es eigentlich nur um die blaue Ökonomie. Das Narrativ war ganz klar, das Wachstum an Land ist begrenzt. Jetzt haben wir doch festgestellt, A, dass die Europäische Union mehr Fläche hat im Meer, der Wirtschaftsraum Meer ist größer als der an Land, da muss doch was möglich sein, dass wir unsere Wachstumsprognosen über das Meereswachstum, die blaue Ökonomie, sagen wir mal, ausgleichen können. Dieses Narrativ ist extrem verbreitet in Brüssel, gibt es auch ein Grünbuch und Weißbuch in Schleswig-Holstein zur Meeresökonomie, ein Narrativ zum Ozean. Das endet dann damit eben noch mehr Fischerei, Meeresbergbau, viele Dinge mehr, wo man sich drüber unterhalten kann.
Wir haben jetzt hier über das Narrativ Sehnsuchtsort schon viel gesprochen. Ist bestimmt auch eines, was mich irgendwie mal in die Meeresforschung gezogen hat. Mich hat eben die Seefahrerromantik, die ferne See, die Wissensspeicher mehr persönlich angesprochen. Und da ist auch, glaube ich, ganz viel in der Kunst zu finden. Wenn man mal sich anguckt, worüber wird denn in der Kunst auch über das Meer, wir denken an Bilder von Gauguin, wo irgendwie fremde Welten uns gezeigt werden. Wir haben viele andere Dinge, die in der Kunst auch gerade in diesem Narrativ unterwegs sind. Das Narrativ, was ich persönlich am spannendsten finde, ist eigentlich das der Verbindung der Völker. Und ich werde da mal zwei Beispiele nehmen, die ich persönlich sehr interessant finde. Auf der einen Seite, wir denken an USA. Ich meine, der Staat USA wäre natürlich ohne die großen Ströme der Auswanderungswelle, die natürlich alle über das Meer ging, nach USA gar nicht denkbar gewesen. Also die Geschichte der Amerikaner ist natürlich ganz tief verbunden mit den Schiffen, die Sie so toll beschrieben haben. Der erste Flüchtlingsstrom. Ich nehme mal den zweiten. Wenn man am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Schleswig-Holstein guckt, dann gibt es natürlich auch noch Dampfer wie die Stettin, die zur Kieler Woche immer kommen, die aber am Ende des Zweiten Weltkriegs dazu geführt haben, dass eben die ehemaligen sogenannten Ostgebiete natürlich nicht mehr die Regionen waren, wo man so gerne sein wollte. Und es fand die große Fluchtbewegung von Ost nach West, von den baltischen Staaten nach Schleswig-Holstein statt. Das Meer eine ganz zentrale Rolle dabei. Viele sind über Schiffe geflüchtet. Sicherlich irgendwo positiv belegt mit der deutschen Geschichte, ganz speziell in Schleswig-Holstein durchaus durchwachsen. Und dann gucken wir uns mal die Bilder der letzten 5 Jahre an, die man gar nicht mehr so gerne sehen möchte. Der Mittelmeerraum, das ist ein bekannte Nostrummeer, heute eben ein Flüchtlingsraum, wo eben die Kultur des afrikanischen Kontinents, die natürlich alle gerne so leben wollen wie wir, auch der Hartz-IV-Empfänger ist ein absolutes Lebensziel für die meisten Afrikaner und die natürlich überlegen, wie kann ich da hinkommen. Das Meer verbindet uns auch da in vielen Bildern, die wir nicht so toll. Auch das ist ein Narrativ, das mit dem Meer und Ozean zu tun hat. Und ich glaube, es gibt tatsächlich viele Narrative. Das, was ich natürlich in meiner Wissenschaft am meisten propagiere, ist das der nachhaltigen Entwicklung. Es wurde eben schon angesprochen, die Agenda 2030, die eigentlich zum Ziel hat, zu sagen, allen Menschen auf der Welt ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und was bedeutet das? Und da gibt es eben auch eine Ozeandimension davon. Prima. Und jetzt hätte ich gerne von Ihnen auch einen Schritt, einen Baustein für Ihr Lieblingsnarrativ. Ja, also da oben steht es, glaube ich, noch. Ich war natürlich begeistert, dass das Forschungsministerium das Wissenschaftsjahr der Meere und Ozeane ausgerufen hat. Das hat uns eine unwahrscheinliche Möglichkeit eröffnet, nicht nur heute Abend hier zu diesem Gespräch zusammenzukommen, sondern das ganze Thema Meer breit in die deutsche Gesellschaft zu tragen. Wir haben einige selber dazu beigetragen, das muss ich jetzt nicht en Detail erwähnen. Aber ich finde schon, dass solche Wissenschaftsjahre auch Aktivitäten in der Lehrerausbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung auch mit Ozean, einfach dazu beitragen, das Meer ein bisschen mehr in das Bewusstsein zu rücken und dass man eben auch, wenn man in München lebt, mit dem Meer eine Menge zu tun hat und nicht nur die Leute, die in Hamburg an der Waterkant sind. Frau Kleingärtner, haben Sie ein Beispiel, was man tun kann, was man machen kann, damit welches Narrativ greift? Ich bin auch der Auffassung, dass ein Narrativ nicht ausreicht. Dafür, es wurde gesagt, es sind der größte Teil der Menschheit wohnt an der Küste. Wir alle sind mit dem Meer lebend. Der eine mehr im Bewusstsein, der andere weniger. Aber ich glaube, es muss immer mehrere Narrative geben, weil das auch kulturabhängig ist. Und ich glaube, dass das Meer tatsächlich zu naturwissenschaftlich, zu ökonomisch betrachtet wird und dass gerade der Kultur- und Geschichtsaspekt jetzt vielleicht langsam Wandel erfährt, aber einen sehr langsamen. Denn das, was an Zuständigkeiten auch in Deutschland für die ausschließliche Wirtschaftszone geregelt ist, ist beispielsweise nicht der archäologische Bestand. Die Konvention zum Schutz des kulturellen Erbes unter Wasser 2001 verabschiedet, ist von Deutschland nicht ratifiziert. Und die Bundesländer ringen im Kampf gegen andere Gesetzgebungen, da überhaupt einen Einklang zu finden. Das heißt, ich glaube, tatsächlich die Forderung nach einem Narrativ oder nach mehreren Narrativen ist letztendlich die Sehnsucht nach mehr Geschichtlichkeit und vielleicht auch die Entdeckung, dass dieser Raum, das Meer, auch ein Geschichtsraum ist mit einer Geschichte,
nur dass sich die Geschichte da im Grunde nicht an dem Wasser selber ablesen lässt, sondern an indirekten Zeugnissen. Das sind die Schiffe, das sind die Gemälde und Ähnliches. Nur zu bestimmten Zeiten haben wir bestimmte indirekte Beweise dafür, denn das, was Sie sagen mit den Auswanderungen und so weiter, künstlerisch bildet sich das nicht ab. Denn warum malen die Maler in Worpswede Moordörfer, Dorfkähne und so weiter, wo eigentlich die große Auswanderungswelle stattfindet? Also da hat man ja eine Künstlerkolonie direkt benachbart zu dem Ort, wo eigentlich die Auswanderungsfahrten starten. Also ich finde den Vorschlag gut, das Thema auch künstlerisch mehr ins Bewusstsein zu tragen. Und vielleicht bin ich befangen, aber ich messe ja dem Wandel der Museen, und damit möchte ich wirklich betonen, dem Wandel und der Entwicklung der Museen hin zu dem, was sie, glaube ich, leisten können, auch als Plattform gesellschaftlichen Aufeinandertreffens, des Aufeinandertreffens historischer Reflexion und nicht irgendwie Zukunftsprognosen, aber Bewusstseinsbildung zu schaffen, verschiedene Perspektiven zusammenzuführen. Und ich denke, ein gutes Museum zeichnet nicht einfach ein Zusammentragen unterschiedlicher Fakten und Perspektiven aus, sondern genau das, was Sie sagen, ein Narrativ. Aber man sieht immer, die Objekte sind das, was eigentlich als dauerhafte und unveränderliche, sofern sie nicht verfallen, unveränderliche Zeugnisse bleiben. Aber ich glaube, was sich ändert, ist das Narrativ. Und das, was wir heute als Narrativ sehen würden, ist in 20 Jahren schon ein anderes. Also die Narrative sind fluid. Also würden Sie sagen, man lädt am besten mal die Politiker alle zu Ihnen ein und Sie erklären dann mal ein bisschen mehr über das Meer? Es würde nicht ausreichen. Sie müssten alle mitkommen. Gut, also das verstehe ich jetzt als Einladung. Also das ist Bremerhaven, für alle, die es noch nicht wissen. Herr Fisbeck. Ich darf noch eine kleine Ergänzung. Eine kleine. Ich denke, wenn wir über Narrative sprechen, dann hatten wir ja gesagt, worum geht es darum? Es geht so ein bisschen gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Ich finde immer Ban Ki-moon ganz cool. Und Ban Ki-moon hat eine Sache gesagt, die hat mich sehr beeindruckt bei den Verhandlungen der SDGs. Und er sagte, wir sollten nicht vergessen, dass heute die Hälfte der Weltbevölkerung nicht älter als 26 Jahre ist. Die gehen nicht in ihr Museum. Die lesen vielleicht noch Geschichtsbücher, sondern die sind wahrscheinlich mehr in der digitalen Welt unterwegs. Und eins der Dinge, die uns dabei bewegt, auch im Exzellenzcluster, ist zu fragen, was ist mit dem Teil der Gesellschaft, die letztendlich ja die sind, die zumindest in wenigen Jahren auch entscheidend durch ihr Verhalten dazu beitragen, wo die Reise hingeht. Und wir glauben, dass mit den heutigen Möglichkeiten, dass man vielleicht sogar die Zukunft erlebbar machen kann. Und ich glaube, das ist ein Narrativ oder eine Herausforderung, die uns alle irgendwie beschäftigen kann. Kann man mit moderner Technologie, auch in 3D, sagen wir mal, die Zukunft des Ozeans mit und wenig Schutz, den von vor 100 Jahren, den in 50 Jahren erlebbar machen als Raum, als Kulturraum, als Lebensraum? Und würde das vielleicht eines der Schlüssel sein, um einfach mehr Bewusstsein an uns alle heranzutragen, was eigentlich das Meer ist? Schöner Vorschlag. Herr Ott. Es gibt eine wunderschöne Gedichtzeile von Friedrich Hölderlin, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und man könnte sagen, dass Gefahr ist, das könnten wir jetzt noch sehr lange erörtern, da haben wir sehr viele Daten. Und was wir momentan eigentlich sehen, auch gerade im SDG 14-Prozess, ist, das Thema kommt mit Macht, es wird viel mehr darüber nachgedacht als noch vor einigen Jahren. Und es bilden sich eine ganze Menge auch Initiativen im politischen Raum, die überlegen, okay, was könnten wir tun, wenn wir beispielsweise die Unterziele von SDG 14 tatsächlich umsetzen wollen. Ich nenne nur eines dieser Unterziele, 10% der Küsten weltweit unter Naturschutz zu stellen, nach unterschiedlichen Kategorien. Das wäre eine Verdoppelung des Küstenschutzes innerhalb weniger Jahre. So ein Ziel zu erreichen, wäre natürlich aller Ehren wert. Das können wir natürlich in Europa nicht alleine schaffen. Aber was man zum Beispiel versuchen könnte, wäre zu sagen, die Europäische Union setzte sich zum Ziel, dieses SDG-Unterziel bis ins Jahr 2030
2030 gewissermaßen in der Form einer Vorreiterrolle umzusetzen. Und dann schauen wir mal von Griechenland bis Schottland, wo wir tatsächlich 10% der europäischen Küsten unter Schutz stellen könnten. In Deutschland würden wir da wahrscheinlich gar nicht so schlecht aussehen. Aber das ist eine andere Frage. Politisch habe ich mich immer für solche Vorreiterrollen eingesetzt, aber es gibt hier auch die Dialektik der Vorreiterrolle in Bezug auf Nachhaltigkeit. Nehmen wir an, einige Weltregionen übernehmen erfolgreich diese Vorreiterrollen und es bilden sich Inseln starker Nachhaltigkeit, vielleicht in einer Welt, die überwiegend Nachhaltigkeit nicht realisieren kann, dann würden wahrscheinlich diese Inseln der Nachhaltigkeit noch attraktiver als Zufluchtsorte im Anthropozän, als sie es heute aufgrund des Wohlstandes schon sind. Das heißt, die Vorreiterrollen werden nur dann wirklich etwas bewirken, wenn andere Länder, gerade die Länder des globalen Südens, gerade Länder wie Indonesien, Länder wie Brasilien tatsächlich auch nachziehen. Denn sonst könnte es tatsächlich sein, dass dann Europa gewissermaßen auch in Nachhaltigkeitshinsicht sozusagen so einer Insel der Seligen wird. Und dann zu einem neuen Sehnsuchtsort. Gut. In diesem Moment muss ich dieses wunderschöne Gespräch beenden, weil wir haben einige Vorschläge gemacht, es gibt bestimmt noch viel mehr. Es wäre natürlich wunderbar, man könnte diese Welt wie meinetwegen Age of Empire mal durchspielen. Das wäre hervorragend, vielleicht bastelt mal jemand daran. Noch schöner wäre es, wenn wir uns diese Narrative bewusster, glaube ich, machen, denn wir haben sie, tragen sie ja alle in uns. Die Meeresforscherin Elisabeth Mann-Borghese hat mal geschrieben, frische Strömungen, Wellen, Wind richten sich nicht nach den Grenzen, die der menschliche Geist sich ausgedacht hat. Ich glaube, dieses sollten wir überall hin mitnehmen. Es ist unser gemeinsames Meer und wir alle, so wie wir hier sitzen, ob wir Plastiktüten wegschmeißen oder nicht, ob wir mit dem Flugzeug fliegen oder nicht, ob wir mit dem Kreuzfahrtschiff fliegen oder nicht, ob wir Wasser sparen oder nicht, wir alle tragen dafür Verantwortung und wir können es jeden Tag wieder ein bisschen mehr am Leben erhalten. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Ihnen für Ihre Beiträge. Draußen gibt es noch was zu trinken und ich lade Sie ein, noch ein bisschen miteinander zu sprechen. Vielen Dank.